Okay, noch einmal. Okay, gut. Wo bin ich hier? Was ist das? Hä? Hallo, ich will ein Spiel mit dir spielen. Moment mal, ich will nochmal zusammenfassen. Du hast mich entführt. Ja. Du hast mich hier gefesselt. Ja. Und du willst also ein Spiel spielen? Ja, ich will ein Spiel mit dir spielen. Oh, du willst also ein Spiel spielen? Nein, nicht so! Nicht so ein Spiel! Komm schon, die Musik ist am wichtigsten. Hör auf damit! Es hört endlich auf! Ach, also gut. Also, was willst du von mir? Also, du musst entkommen. Dafür musst du Rätsel lösen. Okay. Und was soll dieser erste Hinweis sein? Also, dann geht's jetzt los mit dem ersten Rätsel. Du darfst nicht verzagen, du musst auch mal die Sicht nach oben wagen. Interessante Worte. Was könnte das bedeuten? Geht's noch etwas genauer? Direkt über dir, du Vollidiot! Ich check's nicht. Schau jetzt nach oben! Nö, ich mach das nicht. Du schaust jetzt nach oben! Nö. Okay. Dann sieh nicht nach oben. Ach, was, du willst mir sagen, was ich tun soll? Ach was, nee, ich will nach oben schauen. Oh hey, da ist der Hinweis. Ah, jetzt hast du ihn. Mein Bart, ich wusste gar nicht, dass ich knifflige Zahlenrätsel lösen muss. Aber ich habe doch nicht mal studiert. Wie soll ich denn den Test bestehen? Ich muss nicht auf den Test noch machen muss. Das ist kein Test. Du musst nicht mal studiert haben. Mann, lass nicht rein! Wieso ist das? Also, jetzt? Hey, was ist das? Jetzt gerade füllt sich der Raum mit giftigem Gas. Okay, und wie schütze ich mich davor? Tja, du Idiot! Und du kannst nichts dagegen machen! Ich habe eine Atemschutzmaske dabei. Was hast du die denn jetzt her? Wieso hat jemand so etwas bei sich dabei? Luke, ich bin dein Vater. Nein, halt, das ist falsch, glaube ich. Jetzt habe ich's. Luke, ich bin dein Stiefbruder dritten Grades, deiner Tante von der Großmutter deines Vaters. Ja, das bin ich. Okay, und was ist die nächste Aufgabeprüfung? Die Tür ist verschlossen und irgendwo im Raum befindet sich der Schlüssel. Finde den Schlüssel und du darfst wieder gehen.
haben Schraubenzieher gefunden. Was? Nein, nimm nicht den Bohrer! Nein, halt auf! Ich geh dann mal. Nein, halt auf! Nein! Du gehst okay, jetzt nicht einfach so raus! Oh Mann, ich glaube, der Bohrer hat gar keinen Akku mehr. Ha, jetzt musst du trotzdem den Schlüssel suchen. Brauch nicht, der Schlüssel steckt noch drin. Was? Wer hat ihn dort stecken lassen? Ich geh dann mal. Nein! Warte, gelegt! Ich würde gern sagen, unsere Zeit war erfreulich. Aber das wäre gelogen. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich empfehle mir einfach nochmal. Was ist hier los? Jetzt werden wir ein Spiel spielen.